Ich begrüße Sie recht herzlich zu meiner heutigen Antrittsvorlesung und freue mich, dass doch einige hier in Präsenz erschienen sind, um dem beizuwohnen. In meinem heutigen wissenschaftlichen Vortrag geht es um das ÖRB-System, im Besonderen um die ÖRB-Rezeptoren und wie sie kontrolliert werden. Bevor ich damit starte, möchte ich allerdings ein paar Folien zeigen, wie ich zu diesem Forschungsgebiet gekommen bin. Und im Anschluss möchte ich gerne auch noch ein paar Worte oder ein paar Slides zeigen, wo wir aktuelle Forschungsprojekte, die gerade am Institut begonnen haben, die möchte ich dann einmal kurz vorstellen. So, zuerst als Doktorand am Genzentrum, wie Matthias schon gesagt hat, habe ich ein transgenes Mausmodell, welches Beta-Zellulin, ein Ligand des EGF-Rezeptors, des Epidermal Growth Factor-Rezeptors, überexprimiert, charakterisiert. Sie sehen hier die Expression in unserer transgenen Maus von Beta-Zellulin im endokrinen und exokrinen Pankreas. Man sieht sehr gut, dass bei den Kontrollmäusen Beta-Zellulin fast ausschließlich im endokrinen Pankreas exprimiert wird. Und wir haben festgestellt, dass diese Mäuse, so hat es gestartet, erhöhte Insulinwerte aufgewiesen haben, was dadurch auch zu erniedrigten Blutglucose-Leveln und auch der Blutglucose-Toleranztest war im Endeffekt reduziert bei diesen transgenen Tieren mit dem ubiquitären Promotor. Ebenfalls haben wir im exokrinen Pankreas eine recht interessante Entdeckung gemacht. Wir haben nämlich eine Pankreatitis induziert und haben festgestellt, dass sowohl bei einer Cerulin-induzierten Pankreatitis wie auch bei einer L-Arginin-induzierten Pankreatitis diese Tiere geschützt waren. Sie sehen das zweite Bild, sind die BTC-Tiere, die so gut wie keine Nekrosen bzw. Inflammationen oder Ödeme zeigen, wie es der Fall hier bei dieser Kontrollmaus ist. Die Tiere hatten also reduzierte Nekroseflächen und auch weniger Inflammationszellen und sie zeigten vor allen Dingen keinen Anstieg von Amylase, was normalerweise bei einer akuten Pankreatitis im Serum immer der Fall ist, da diese Arzinuszellen im Laufe der Pankreatitis zugrunde gehen und diese Enzyme ausschütten. Des Weiteren habe ich dann in den Studien als Postdoc Epigen, das ist der letzte bekannte Ligand des EGF-Rezeptors, überexprimiert in einem Mausmodell, ebenfalls ubiquitär. Und wir haben einen spannenden Hautphänotyp gesehen. Sie sehen hier, diese Tiere haben einen, mit dem Stern markiert, haben ein fettiges Fell und sie zeigen eine Hyperplasie der Talgdrüsen, wie Sie hier sehen können, und ebenfalls eine erhöhte Talgproduktion, bedingt durch eine Hyperproliferation, wie man hier in dieser BRDU-Färbung an der Talgdrüse sehen kann. Um auszuschließen, dass es sich dabei um einen sekundären Effekt handelt, haben wir im Weiteren einen spezifischen Promoter genommen für die Haut und das gewebespezifisch mittels eines TET-ON-Systems überexprimiert. Ich glaube, wenn Sie mich so hören, das eingeschaltet ist, komme ich, glaube ich, mal lieber nach hier. Und Sie sehen, dass wir dadurch, durch dieses System Epigen, gewebespezifisch in Keratinozyten überexprimieren konnten und in Anwesenheit von Doxycyclin, das heißt, Sie können sowohl die Expression ein- wie ausschalten. Sie sehen, dass wir den Phänotyp, den wir bei den ubiquitären Tieren gesehen haben, in den gewebespezifischen reproduzieren könnten. Sie sehen das fettige Fell, die vergrößerten Talgdrüsen. Das ist eine elektronenmikroskopische Aufnahme eines Sebozyten, wo Sie sehen, diese ganzen Doppels, das sind alles Fette, die dort akkumuliert sind. Und man sieht hier schön an der Nilrotfärbung, wie hier der Talg auf die Hautoberfläche nach vorne dringt. Dann haben wir auch noch eine Knockout-Maus generiert. Wir haben Epigen ausgeschaltet, ubiquitär, indem wir die Exon 3 und 4 deletiert haben. Allerdings war diese Maus, hatte keinen Phänotyp gezeigt. Sie sehen, im Bildtyp-Maus wird in der Haut Epigen stark exprimiert. Und bei den Knockouts ist das natürlich nicht der Fall. Wir haben dann die Differenzierungsmarker der Haut uns angeschaut, konnten keinen Phänotyp feststellen. Was wir allerdings gefunden haben, dass es in verschiedenen Geweben der Ligand Beta-Zellulin überexprimiert ist. Es kann also sein, dass Beta-Zellulin die Effekte, die eventuellerweise durch den Verlust von Epigen stattgefunden haben, rescued, also wieder wettmacht. Und da komme ich zu etwas anderem. Nämlich, dass wir dort, wurde ich auch eingeführt in die Techniken der Erstellung von genetisch veränderten Mäusen.
Ich habe an dem Genzentrum gelernt, die DNA-Mikroinjektion in den Vorkern, um genetisch veränderte Mäuse zu erstellen. Hier sehen Sie zum Beispiel das Konstrukt der Epigenmaus, wie Sie im vorigen Bild gesehen haben. Mit dieser Technik können Sie Gene überexprimieren durch eine zufällige Integration. Sie können aber auch Driver-Mäuse machen damit, Mauslinien oder Reporter-Mauslinien. Und ebenfalls besonders, und vor allen Dingen im Besonderen, war ich für die Blastozysteninjektion dort verantwortlich. Wir haben die Stammzellen genetisch verändert, wie es in dem letzten Beispiel der Fall war, bei der EPG-Knockout-Maus. Hier sehen Sie nochmal die Strategie, die wir gewählt haben. Hier sehen Sie embryonale Stammzellen von Mäusen und hier, wie die Stammzellen in die Blastozysten eingefügt werden. Mit dieser Technik können Sie Knockout-Mäuse und Knock-In-Mäuse erstellen. Und am heutigen Institut hier in Wien machen wir das auch weiter. Wir bilden das, wie mein Vorgänger, weiter als Service an, sowohl für interne wie auch für externe Partner. Und die Leitung für diesen Service übernimmt oder hat übernommen Thomas Kolbe, der dafür verantwortlich ist. Also wenn es da Interesse gibt, bitte gerne melden. Wir stellen weiterhin genetisch veränderte Mausmodelle. So, jetzt komme ich zu einem anderen genetisch veränderten Mausmodell. Wir haben LRIG1, das überexprimiert. Und LRIG1 ist ein Regulator des EGF-Rezeptorsystems. Und wir haben uns das vor allen Dingen in der Hautkarzinogenese anschauen wollen, weil wir wussten, dass der EGF-Rezeptor stark beteiligt ist an Hauttumoren, an Plattenepithelkarzinomen. Und wenn man den runterregulieren könnte, könnte man dem entgegenwirken. Und wir haben versucht, LRIG1 überzuexprimieren und dann in der Hautkarzinogenese zu analysieren. Vorher noch ein paar Worte zum Hautkrebs. Es gibt drei große Formen von Hautkrebs. Es gibt das maligne Melanom. Es ist die aggressivste Form des Hautkrebs. Allerdings sind Gott sei Dank nur 4% aller Hautkrebsformen ein malignes Melanom. 2018 waren 36.000 Leute in Deutschland mit dem malignen Melanom, vom malignen Melanom betroffen. Sie sehen hier ein Bild. Und die entstehen aus den Melanozyten. Die anderen beiden Hautkrebsarten gehören zu den nicht-melanignen Melanomen. Das ist das Basalzellkarzinom, welches in der basalen Schicht der Epidermis entsteht, und das Plattenepithelkarzinom, was uns hauptsächlich interessiert hat, was in der oberflächlichen Zellschicht der Epidermis entsteht, was Sie hier sehen. Der meistvorkommende Hautkrebs ist das Basalzellkarzinom. Allerdings ist auch das Plattenepithelkarzinom auf dem Vormarsch. Die Zahlen sind in Deutschland mittlerweile auch stark gestiegen. Allerdings, wie gesagt, 80% der Hauttumore sind Basalzellkarzinome. Die 5-Jahres-Prävalenz liegt bei Hautkrebs, beim Non-Melanoma Skin Cancer bei über 5 Millionen. Vor allen Dingen betroffen sind die Gebiete Nordamerika und Europa. Und jetzt muss ich noch ein paar Worte zum ÖRP-Rezeptorsystem sagen, was wir analysieren wollen. Das ÖRP-Rezeptorsystem besteht aus 4 Rezeptoren, dem EGF-Rezeptor, ÖRP2, 3 und 4. Und der EGF-Rezeptor kann von 7 verschiedenen Liganden gebunden werden, vom Epidermal Growth Factor, vom Transforming Growth Factor Alpha, Heparin Binding Epidermal Growth Factor, Beta-Cellulin, Amphiregulin, Epigen und Epiregulin. Und der EGF-Rezeptor und ÖRP4 sind die einzigen autonomen Rezeptoren in dem System, während ÖRP2 und 3 auf andere Rezeptoren angewiesen sind. ÖRP2 hat keinen Liganden und ÖRP3 keine Kinaseaktivität. Und diese Rezeptoren bilden man da Dimere, Homo- oder Heterodimere. Durch die Dimerisierung nach der Ligandenbindung kommt es zur Phosphorylierung und zur Aktivierung von Kinasen, vor allen Dingen der sogenannten MAP-Kinase. Und Sie sehen hier etwas extra stehen, sind diese beiden nicht autonomen Rezeptoren, ÖRP2 und 3, die häufig in verschiedenen Tumorarten angetroffen werden und dort aktiv sind. Die Funktion dieses Systems ist vor allen Dingen zu finden in der Proliferation, aber auch in der Differenzierung der Epidermis, in der Zellmotilität oder auch Adhäsion. Und durch Störungen dieses empfindlichen Systems kann es zu Erkrankungen kommen, zu Entzündungen, aber auch zu Krebs. Und wir haben uns mit einem Regulatorprotein dann im nächsten beschäftigt. Das ist die Familie der LRIG-Proteine,
die im Endeffekt über negative und positive Feedback-Loops diese Rezeptoren kontrollieren, entweder abbauen oder bestehen lassen, je nachdem, was gerade bei der Zelle benötigt wird. So, die LRIC-Proteine gehören zur Familie der Leucin-Rich Repeats and Immunoglobulin-like Domains. Es gibt dort drei transmembrane Proteine, LRIC 1, 2 und 3, wobei LRIC 1 und 3 sich sehr ähnlich sind. Die Aminosäurensequenz von LRIC 2 allerdings grundverlegend verschieden und man hat festgestellt, dass LRIC 2 gar nicht so stark die ÖRB-Rezeptoren reguliert. Es ist auch mit der Leucin-Rich-Repeat-Domäne etwas unterschiedlich aufgebaut. Ansonsten sind sie relativ ähnlich. Und was heute um LRIC 1 geht, nur kurz zusammengefasst, gehört eigentlich zu den negativen Feedback-Loop-Proteinen. Es kommt dort bei den Rezeptoren zu einer Ubiquitinierung und danach zu einer Degradierung des Rezeptors. Man weiß, dass es eher ein Tumorsuppressor ist und wenig in Tumoren exprimiert wird. Eine LRIC-1-Knockout-Maus, die bereits etabliert wurde, bevor ich mit diesem Projekt begonnen habe, hat Psoriasis-ähnliche Läsionen entwickelt. Und an sich gilt LRIC-1 auch als Stammzellmarker im Haarfollikel und auch im Darm. LRIC-2, nur kurz zur Vervollständigung, ist häufig an der Tumorgenese beteiligt. Wir selbst haben letztes Jahr noch eine Studie publiziert, wo wir es nachgewiesen haben, dass es stark im Plattenepithelkarzinom der Haut eine Rolle spielt und dort besonders aggressiv vorkommt. Ebenfalls ist es im Plattenepithelkarzinom des Uterus oder der Zervix vertreten und auch im Glioblastom. Und man vermutet, dass es eine gegensetzte Funktion zum LRIC 1 hat, was man aber auch für LRIC 3 nicht annehmen kann, denn wir vermuten, man sieht, es hat eine ähnliche Funktion wie LRIC 1. Man weiß nur, dass es als Tumorsuppressor exprimiert wird in einigen Tumoren und auch stabilisierten für das RB-Network gilt. Wie läuft diese negative Feedback-Loop ab? Die LRICs gehören zu den frühen Feedback-Loop-Mechanismen. Es gibt auch späte Feedback-Loop-Mechanismen, die die Rezeptoren wieder zurückbauen. Man weiß, dass LRIC 1 sowohl den Liganden ungebundenen Rezeptor binden kann, wie auch die Rezeptoren, die bereits aktiv sind und einen Liganden vom Liganden gebunden sind. Dort weiß man, dass es das Protein CBL an die Kinasen bindet und es dadurch zur Degradierung dieses Rezeptors kommt. Bei dem ungebundenen oder nicht aktiven Rezeptor ist der Mechanismus allerdings noch nicht näher analysiert, wie es dort zu einem Abbau dieses Proteins kommt. Die LRIC-Proteine werden in sehr vielen verschiedenen Geweben und Organen exprimiert. In der Haut sind alle drei vorhanden, LRIC 1, 2 und 3. Wir haben das auch mittels einer Immunfluoreszenz überprüft. Sie sehen hier humane Epidermis. Sie sehen die Expression von LRIC 1, 2 und 3 in der Epidermis. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben eine genetisch veränderte Maus entwickelt mit dem sogenannten TED-OFF-System. Wir haben hier den Keratin-5-Promoter genommen. Der Keratin-5-Promoter wird sowohl im kompletten Haarfollikel mit inklusive Talgdrüse exprimiert, wie auch in der Basalschicht der Epidermis. Und unter diesem Promoter wird ein sogenannter Transaktivator exprimiert. Der Transaktivator kann in Abwesenheit des Antibiotikums Doxycyclin an einen Tetracycline-Responsible-Element binden mit einem kleinen Promoter vom Zytomegalie-Virus ausgeliehen, der dann dafür sorgt, dass das bestimmte Protein, in diesem Fall LRIC 1, in den Keratin-5-Zellen, also in diesem Fall in der Haut, exprimiert wird. In Anwesenheit von Doxycyclin, was dann an den Transaktivator bindet, wird verhindert, dass dieses Element an den Promoter bindet und damit wird im Endeffekt die Expression wieder runterreguliert oder ausgeschaltet. Was ist uns aufgefallen? Wir haben festgestellt, dass diese Tiere spät an einer Alopezie, einem Haarausfall leiden und dass die Tiere etwas kleiner sind. Sie sehen hier noch meine Histologie. Sie sehen hier von einer Kontrollmaus die Epidermis, den Haarfollikel mit der Talgdrüse. Und bei den LRIC-1-Transgen-Tieren kann man schon sehen, dass die Epidermis deutlich dicker ist, verglichen mit den Kontrollen und dass auch die Talgdrüsen viel größer sind. Wir haben
das vermessen in einer Morphometrie und haben festgestellt, dass die Epidermal, die Dicke der Epidermis viel signifikant erhöht war bei den Transgenen. Das Gleiche gilt für die Fläche oder das Volumen der Talgdrüsen. Und wir haben auch den Talg auf der Oberfläche der Mäuse gemessen und haben festgestellt, dass die Tiere signifikant viel mehr Talg aufgrund der Größe wahrscheinlich auf der Oberfläche der Haut haben als die Kontrolltiere. Dann haben wir uns die Differenzierungsmarker der Epidermis angeschaut, Keratin 5, 10, Lorikrin und Keratin 6 und haben festgestellt, dass Keratin 5, 10 und Lorikrin in der Epidermis verstärkt vorkommen. Ebenfalls konnten wir Keratin 6 in der Epidermis nachweisen, was ein Anzeichen für eine gestörte Differenzierung der Epidermis ist. Keratin 6 wird normalerweise nur im Haarfollikel exprimiert. Sollte es in der Epidermis vorkommen, ist in der Differenzierung der Haut etwas schiefgelaufen. Was Sie hier sehen, das hat uns sehr gefreut, denn LREG1 tut genau das, was es sollte. Es reguliert den EGF-Rezeptor runter, oder mehr gesagt, die Aktivierung wird runterreguliert, die Phosphorylierung ist reduziert bei den transgenen Tieren, allerdings auch die komplette Expression von ERBB im Vergleich zum Housekeeper-Protein, aber auch von des Phosphor-ERBBs zum Housekeeper ist reduziert und die Kinase, die genau downstream vom EGF-Rezeptor ist, das ist MAPKinase 1,2, wird reduziert, aktiviert und auch gebildet. So gesehen tut LREG1 genau das, was aus der Literatur beschrieben wurde. Dann haben wir die Hautkarzinogenese durchgeführt. In diesem Fall haben wir mit DMBA eine HRAS-Mutation in der Epidermis durchgeführt und mit TPA getriggert. Und in diesen Zeiten haben wir dann die Tumore gemessen. Wir konnten allerdings keinen Unterschied in der Tumorinzidenz bzw. in der Papillom oder in der Tumor im Tumorvolumen feststellen und auch die mittlere Tumorgröße war zwischen den beiden Gruppen nicht unterschiedlich. So gesehen konnten wir hier unsere Theorie nicht bestätigen, dass durch LREG1 und eine Runterregulierung oder eine Inaktivierung des EGF-Rezeptors eventuellerweise die Tumorlast reduziert ist. Aber wie das in der Wissenschaft so häufig der Fall ist, haben wir eine andere spannende Entdeckung gemacht. Wir haben festgestellt, wenn Sie sich das hier anschauen, dass nur die transgenen Tiere so schwarze Spots entwickelt haben, und zwar schon relativ früh, das ist ein Bild von 12 Wochen, und was dann auch noch zum Ende des Experimentes zugenommen haben. Und das konnte man sich erklären, das sah so ein bisschen wie Muttermale aus oder vielleicht auch wie Melanome, und wir haben das histologisch analysiert. Erst einmal die Tumore, wie gesagt, kein Unterschied in der Vermessung, auch nicht in der Histologie. Dann haben wir uns diese schwarzen Spots angeguckt. Man sieht hier sehr viel Melaninablagerungen bei den transgenen Tieren. Und hier sehen, hat ein Pathologe gesagt, sieht man einen Beginn eines Melanoms in der unteren basalen Schicht der Epidermis. Und auch in der Superbasalschicht sieht man eventuellerweise die Entstehung eines Melanoms. Wir haben jetzt erst einmal Vorsicht von sogenannten melanozytären Nevi gesprochen. Und was wir auch festgestellt haben, dass die Lymphknoten schwarz gefärbt waren. Wir haben bei den Transgenen Melanozyten in den Lymphknoten gefunden, was auch eher für ein onkologisches Prozedere auf Richtung Melanom hindeutet. Und danach haben wir uns die Melanozyten der Transgenen aus näher angeguckt. Das MART1 ist ein Markerprotein für Melanozyten. Sie sehen, dass hier in den normalen Kontrollmäusen fast keine Melanozyten angefärbt sind, während wir bei den transgenen Tieren sehr viele Melanozyten im Vergleich dazu in der Epidermis gefunden haben. Im Westernblot konnten wir das nochmal schön reproduzieren mit dem Markerprotein MLANA, die nur, was im Endeffekt nur bei der Hautkarzinogenese bei den LREG1-Tieren vorkam, nicht bei den normalen Tieren, was uns ein bisschen verwundert hat. Aber eine weitere Analyse hat gezeigt, dass durch die Hautkarzinogenese das LREG1-Protein geschädet wird und wahrscheinlich deswegen an die Melanozyten gerät und dort zu einer Proliferation eventuellerweise hinwirkt. Denn auch bei den normalen LREG1-Tieren konnten wir kein Shedding feststellen. Wir haben das überprüft mittels Massenspektrometrie.
Wir haben diese Banden aus dem Gel ausgeschnitten und haben geguckt mittels Masse, welcher Teil des Proteins dort vorkommt. Wir haben die Aminosäuren analysiert und festgestellt, dass in diese Banden nur geschattete Form der Ektodomäne des Proteins nachzuweisen war. Daraufhin, wie gesagt, überexprimiert wurde das Protein in Keratinozyten und nicht den Melanozyten, haben wir uns die Melanozyten von humanen Mauslinien einmal angeschaut und dann nebenbei auch normale Epidermiszellen und das Plattenepithelkarzinom. Und wir haben festgestellt, dass LRIG1 auch sehr stark in Melanozyten oder in Melanomzelllinien, in humanen Melanomzelllinien exprimiert wird. A375 und SKMEL28 vor allen Dingen, allerdings auch im Plattenepithelkarzinom. In der normalen Epidermis ist es sehr schwach exprimiert. Man sieht nur einen Shift. Wir haben vermutet, dass es sich hier um zwei unterschiedliche Isoformen handelt und genau das konnten wir dann auf RNA-Ebene bestätigen. Wir haben das weiter analysiert und haben festgestellt, dass eine größere Isoform bei den Keratinozyten exprimiert wird und eine etwas kleinere Isoform bei den Melanozyten, was eventuellerweise zu dem Mechanismus beiträgt, den wir dann gesucht haben. Das sind nochmal immunhistochemische Färbungen, wo man näher sieht, dass eigentlich LRIG1 nur in der Basalschicht der Haut exprimiert wird. Das ist humane Haut. Und man sieht es sehr relativ stark im Plattenepithelkarzinom bei Menschen und im Melanom ist es auch sehr stark exprimiert. Und wir haben dann gedacht, wir werden jetzt einmal in den humanen Zelllinien das komplette Protein überexprimieren und einmal nur die Ektodomäne. Wie haben wir das gemacht? Gott sei Dank gibt es das CRISPR-Cas-System. Letztes Jahr, wie die meisten wahrscheinlich wissen, hat Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna den Nobelpreis für die Entdeckung des CRISPR-Cas-Systems bekommen oder die Anwendung. Und wir haben ebenfalls Primer designt und haben ein Knock-in gemacht für das Full-Length-LRIG1 und für die Ektodomäne. Mit einem HA-Tag haben wir nachgewiesen, dass die Zelllinien exprimieren. Und zu unserer Überraschung haben wir genau das Gegenteil von dem festgestellt, was wir in den Keratinozyten oder was man aus der Literatur kennt, nämlich dass der Phosphor-EGF-Rezeptor stärker aktiv war in den Zellen, die das Protein überexprimiert haben. Das gleiche gilt zwar auch für Phosphor-RP3, aber wir sehen einen komplett molekularbiologisch, einen komplett anderen Mechanismus bei diesen Linien. Und ebenfalls durch die Überexpression sehen wir das, was wir nicht bei den Keratinozyten erwartet hatten, in den Melanozyten, nämlich, dass sie stärker proliferieren. PCNA ist ein Proliferationsmarker und Sie sehen, dass sie deutlich stärker proliferieren. Und auch ein Onkogen, MYC, wird stärker exprimiert in den Zellen, die LRIG1 überexprimieren. Und wir haben ein Scratch-Assay gemacht und geguckt, wie stark die Zellen migrieren und konnten feststellen, dass die transgenen Zelllinien viel stärker migrieren als die Kontrollzelllinien. Um das zu verifizieren, sind wir den anderen Weg auch noch gegangen, nämlich wir haben LRIG1 ausgeschaltet, ebenfalls mit dem CRISPR-Cas-System in den A375-Melanomzelllinie. Und wir konnten drei Linien generieren, wie Sie hier sehen. Wir haben im Exon 4 eine Stelle deletiert. Und die am besten funktionierende Zelllinie, die 8, haben wir da charakterisiert. Da arbeiten wir gerade noch dran. Das Projekt habe ich auch mit nach Wien genommen. Und Sie sehen, dass hier genau das Gegenteil ist. Wir finden weniger Phosphor-EGF-Rezeptor. LRIG1 ist ausgeschaltet, überprüft mit dem Western Blot. Und wir finden auch weniger ERP2, ERP3 und auch der Proliferationsmarker PCNA ist reduziert in den Knockout-Zelllinien. Und die Immigrationsassay konnten wir auch sehen, dass die Gap im Endeffekt bei der Knockout-Zelllinie später schließt als bei der Kontrollzelllinie. Wir haben einen BRDU-Assay gemacht und konnten nachweisen, dass die Zellen auch signifikant weniger proliferieren als die Mutterzelllinie. Und damit möchte ich auch schon zusammenfassen, sagen, wir haben in der Melanomzelllinie festgestellt, dass die LRIG1 mit den ERP-Rezeptoren zwar interagiert, aber auf eine andere Art und Weise. Es verändert auch, wie bekannt, die Proliferation und Migration. Allerdings ist es assoziiert mit MYC und HES1. Und wie gesagt, es scheint genau den entgegengesetzten Effekt zu haben in Melanozyten, wie es den
bei Keratinozyten hat. Und darum sind wir davon überzeugt, dass im Melanom LRIC1 eine bedeutende Rolle spielt. Und das überprüfen werden wir noch ein paar Studien jetzt hier in Wien auch weiter fortsetzen. Dann möchte ich, wie schon angekündigt, noch kurz ein paar aktuelle Projekte vorstellen, die wir jetzt am Institut angestoßen haben, zum Teil, die ich mitgebracht habe aus München oder die wir neu gestartet haben. Das erste auf diesem Projekt wird Frau Dr. Saide Gurbanalipur arbeiten. Sie soll die LRIC3 weiter analysieren. Sie haben jetzt was von LRIC1 gehört. LRIC2 haben wir schon publiziert und in der Haut und ist abgeschlossen. Und LRIC3 wird von ihr weiter bearbeitet werden. Es ist auf jeden Fall so, dass es embryonal letal ist. Wir sehen auch einen Phänotyp in der Haut. Und dass die Mauslinie gut exprimiert, konnten wir auch schon nachweisen. Wie gesagt, das Projekt wird dann jetzt wieder neu aufgerollt. Frau Dr. Kerstin Auer und Frau Viktoria Sachel als Doktorandin sollen sich mit LRIC2, und zwar nicht in der Haut, sondern im Fettmetabolismus weiter beschäftigen. Wir haben nämlich festgestellt, dass Mäuse, bei denen man LRIC2 ausgeschaltet haben, geschützt waren vor einer High-Fat-Diet, vor einer diätinduzierten Obesity, wie Sie hier sehen können. Sehen Sie ein Tier, was fett geworden ist von den Kontrollmäusen, und die LRIC2-Knockout-Mäuse, obwohl sie sehr viel Diät gegessen haben, sind nicht fett geworden. Da gibt es zwar schon einige Daten, aber da müssen wir noch einiges weiter analysieren. Die RAS1 gehört zur RAS-Familie und wird vor allen Dingen in Neuronen exprimiert. Allerdings haben wir auch eine Expression in der Haut. Und hier wollen wir auch in der Hautkarzinogenese nachweisen, wie die RAS1 funktioniert. Es gibt dort sehr wenige Publikationen, es ist noch relativ unbekannt. Eine transgene Mauslinie gibt es bereits, und zusammen mit Frau Dr. Bettina Wagner wird Frau Primus eine konditionale Knockout-Mauslinie generieren und diese Mauslinien in der Hautkarzinogenese weiter analysieren. Dann hoffe ich, dass wir ebenfalls an diesem Projekt weiterarbeiten können. Wir wollen einen Doppel-Knockout für ERPI2 und ERPI3 machen. Wie ich am Anfang erwähnt habe, ist diese Kombination von ERPI2 und ERPI3 stark in Tumoren exprimiert. Und wir haben festgestellt, dass diese Tiere Hautläsionen bekommen, ähnlich wie bei Patienten, die mit Inhibitoren für EGF-Rezeptor behandelt werden. Gut, dann komme ich auch schon fast zum Ende. Bedanken möchte ich mich natürlich bei meinem Team in München, dem alten Team, vor allen Dingen bei Christine Hösel, die ganzen Daten zum LRIC-Projekt generiert haben. Aber natürlich möchte ich auch Professor Wolf danken, der mich stark unterstützt hat während meiner Zeit als Doktorand, aber auch als Gruppenleiter bei ihm am Genzentrum, am Institut, genau an der LMU. Und ganz besonders, mein ganz besonderer Dank gilt auch Marlon Schneider, der mich betreut hat während meiner Doktorarbeit und auch mit dem ich später noch viel zusammengearbeitet habe und der mittlerweile ein guter Freund geworden ist. Und natürlich danke ich auch meinem neuen Team hier in Wien, und ich bedanke mich auch bei Matthias und bei Ihnen, Frau Rektorin Winter, dass Sie mich so herzlich aufgenommen haben an der VetMed-Universität hier in Wien. Es gefällt mir äußerst gut in Wien. Und ich muss sagen, wenn man jeden Tag zum Prater gehen kann, dann vermisst man nicht die 2 Wochen Oktoberfest in München. Und ganz zum Schluss möchte ich auch noch meinen Eltern danken, die die lange Anreise aus Warendorf auf sich genommen haben, um heute dabei zu sein. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit, und damit möchte ich meinen Vortrag schließen. Vielen Dank.